Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone. Nein, ich trage nicht seit mehreren Tagen das gleiche T-Shirt, ich nehme einfach alles am Stück auf. Und wir fahren fort. Das Phantom von Cedar Steele. Keine Ahnung. Warum brauchen Sie so lange? Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu tun. Ah. Genau richtig, nicht so laut. Genau richtig. Genau richtig! Gehen wir ans Werk! Die wissen schon, dass er dabei ist? Das ist keine neue Info? Was? Nichts, nichts, nur verhalte dich unauffällig. Bonnie schnüffelt herum. Okay. Sind alle bereit für das Produktionsmeeting? Vor uns liegt eine große Nacht! Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, dass die Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre! Da steht alles drin! Nein, erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube! War wohl ein produktiver Tag? Das habe ich nicht allein geschafft. Ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. Ah, das war doch nichts. Hey, keine falsche Bescheidenheit! Wahrscheinlich hätte ich schon 100 Mal aufgegeben, hätte dieser Kerl mich nicht motiviert. Ich mach nur meinen Job. Oh, da fällt mir ein. Hm. Da du jetzt ein offizielles Teammitglied bist, brauchst du das Team-Outfit. Wow. Das ist ja toll. Eine echte Ehre. Diese Ehre will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Produktionsassistent. Ja, ja, klar. Schau mal. Wow. Halt, wo ist Sheriff Green? Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war. Mit den beiden Sheriffs komme ich ein bisschen durcheinander, wer ist tatsächlich. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Besser wird's nicht. Ja, weiß ich nicht. Kleinlaut glaube nicht. Unbehaglich. Stones Opfer waren echte Menschen. Ja, das finde ich nämlich auch. Ich meine, Morbid Curiosity in allen Ehren, aber sie übertreibt es ein bisschen. Stones Opfer waren echte Menschen. Das war ein echter Mensch. Ja, und? Ich weiß nicht. Ist mir Respekt. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere, ihr Bild anzusehen. Und das ist plötzlich ein Problem für dich? Es ist kein Problem, nur etwas seltsam. Du warst noch wild entschlossen, als ich herkam. Was ist los, Mann? Nichts. Ich will nur nicht irgendwelche Opfer ausnutzen oder so. Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Doch, schon irgendwie. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. So macht man einen guten Film. Wenn ich euch da reinbringen soll, gebt euch besser Mühe. Er weiß Bescheid. Sie geht so völlig over the top einfach. Das geht mir voll auf den Keks. Ich meine, ja, ich gucke auch True Crime. Ich finde das auch alles super spannend und so. Aber deswegen muss ich doch nicht so über alle Stränge schlagen, oder? Oder fällt das nur mir so auf? Also, misstrauisch, du verstehst nicht, worum es geht. Zustimmt, du hast recht. Du verstehst nicht, worum es geht an der Stelle. Du verstehst nicht, worum es geht. Es geht nicht um Stahlwerk. Wo ist das Problem? Findest du dich nicht ein wenig zu begeistert, genau, von allem, was dort vorgefallen ist? Jaime, wenn du das wirklich so schlimm findest, dann bleib gerne zu Hause. Chris? Er ist die Nummer 1 in der Dispo.
Was heißt das? Er hat die Hauptrolle. Ohne ihn gibt's keinen Dreh. Ja, weiß ich. War nur ein Witz. Ist doch klar. Ja, klar. Robert und ich suchen im Stahlwerk nach weiteren Drehorten, die mit Stone zu tun haben. Dann werde ich diese Sache durchziehen. Egal um welchen Preis. Oh, ich kann sie einfach nicht ab. Ah! Das Besessenheit von Frank Stone macht dir Sorgen, ja. Oh Mann. Was haben wir hier? Journalisten kriegen nicht genug von Frank Stone. Weitere Geheimnisse zu Mörder Stone gelüftet. 16. September 63. Hier, fang doch einfach damit an. Wir suchen Schnauze. Also Erwähnungen von Frank Stone. Wir suchen nach allen Hinweisen auf konkrete Orte im Stahlwerk, bei denen eine Verbindung zu Frank Stone bestehen könnte. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Groß. Halt doch mal die Schnauze jetzt. Dass wir noch nicht alles gefunden haben. Definitiv möglich. Wir finden es. Fresse. Das ist das, was ich nicht verstehe. Warum muss sie jetzt unbedingt alles über Frank Stone herausfinden? Wir wollen doch nur den Film drehen. Es geht doch hier nur um die Kulisse und nicht um Frank Stone an sich. Das an. Halt doch mal die Fresse da im Hintergrund, Mann. Wie soll ich das denn vorlesen? Wird Frank erwähnt? Nein, aber es geht um die Einstellung der Arbeiter. Leute waren depressiv. Es gab Selbstmorde. Im Stahlwerk? Nicht direkt, aber von Leuten, die da gearbeitet haben oder entlassen wurden. Verdammt. Das war 1-2 Jahre vor Beginn der Morde. Klingt nicht gerade nach einem netten Ort für eine 12-Stunden-Schicht. Es gibt mehrere solcher Artikel. Das Werk war auf dem absteigenden Ast. Aber niemand war traurig, es los zu sein. Ich weiß nicht. Es hängt alles zusammen. Mit ihm. Damit, wie er war. Oder warum er das alles getan hat. Oder so. Das ist deine Expertenmeinung? Ist nur ein Gefühl. Müsst ihr jetzt einmal selber lesen. Könnt ihr euch ja gerne pausieren. Ich hab's ein bisschen überflogen. Es nervt, dass die im Hintergrund quatschen. Sowas kann ich nicht ab. Weil ich kann mich da nicht konzentrieren. Ich kann es nicht lesen. Und vorlesen kann ich es erst recht nicht, wenn die ganze Zeit quatschen. Zeit der Morde. Und ein wenig davor. Vom Holt-Interview. Können wir uns die anhören? Okay, wir haben sie mitgenommen. Orakel des irgendwas. Der Enkidu-Effekt. Körperliche Leistungsfähigkeit allein kann niemals als ein wahres Gleichgewicht in einem Menschen schaffen. Um diesen höheren Bewusstseinszustand erreichen zu können, muss die Seele zur Ruhe kommen und der tiefere Frieden erreicht werden, der für die schamanische Meditation nötig ist. Erst wenn wir uns der Selbstreflexion und den unendlichen Möglichkeiten öffnen, können wir über unser eingeschränktes Ich hinauswachsen. Um diesen Prozess zu beginnen, müssen wir lernen, das unendliche Potenzial aller Dinge wertzuschätzen. Zunächst im konzeptionellen und dann auch im buchstäblichen Sinne. Okay. Ich überfliege mal kurz. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so extrem wichtig ist. Oder? Ein Universum? Irre. Es geht doch um den Ort hier. Okay. Denjenigen unter uns, die aus verschlafenen Städten stammen, mag es anfangs schwerfallen, die Magie in ihnen zu erkennen. Doch tiefe Meditation macht es möglich. Mit Hilfe meiner eigenen Methoden, die ich auf meinen Reisen durch die USA entwickelt habe, habe ich mein Bewusstsein aufsteigen lassen, bis ich einen Punkt erreichte, an dem ich mir ein anderes Ziel der Hills vorstellen konnte. Eines, das jenseits des Schleiers unserer Realität liegt. Dieses Städtchen ähnelt meiner Heimat sehr und doch gab es viele faszinierende kleine Unterschiede. Die Drogerie gehörte beispielsweise immer noch der Familie Calhern. Doch hinter dem Ladentisch stand kein geringerer als der junge George, ihr Sohn, der vor vielen Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen war. Entschuldigung, hab versehentlich geblättert. Wollte ich nicht. Vor mir stand nun also ein gesunder Mann mittleren Alters, obwohl ich genau wusste, dass er dieses Alter eigentlich nie erreicht hatte. Ist das für unsere unterschiedlichen Timelines noch wichtig? Jedes Mal, wenn ich eine neue Entdeckung machte, musste ich an die vielen Wege und Wendepunkte denken, die Bewohner dieses Cedar Hills wohl gewählt und die diese komplett andere Realität geschaffen hatten. Das Schicksal einer Person interessierte mich dabei ganz besonders, mein eigenes. Doch als ich zu Hause ankam, war ich zutiefst geschockt. Ich sah eine armselige, mittellose, hungerleidende Version meiner selbst. Ich war mehr Tier als Mensch, aber ich hielt nicht an meinem Mitleid für mich selbst fest. Mein philosophisches Wissen half mir zu erkennen, dass dieser Einblick in ein alternatives Schicksal lediglich zeigte, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich die Erleuchtung nicht gefunden.
Ich zog zwei Schlüsse aus meiner meditativen Reise. Erstens, jede Reise durch das Leben variiert in einem Ausmaß, das sich beinahe nicht berechnen lässt. Und die Möglichkeiten unserer eigenen Reisen mögen begrenzt sein, doch unsere Spiegelversionen können sich auf einer anderen Reise befinden, die sie an alle möglichen Orte führt. Zweitens, die unterschiedlichen Ebenen der Realität sind nicht wie getrennte Flüsse, die nebeneinander verlaufen, sondern vielmehr wie verbundene Nebenflüsse, die in einem weiten Ozean der Erfahrungen und Möglichkeiten zusammenlaufen. Um diese Idee weiterverfolgen zu können, müssen wir... Können nicht weiterblättern. Okay. Sind ihre Träume, die sie hat, dann quasi so spirituelle Reisen in andere... In einem Buch, in dem behauptet, mehrere Visionen von Menschen gibt, ja. Dass sie da vielleicht eine andere Version von sich selber sieht oder eine andere Realität. Okay, jetzt können wir uns die anhören. Ja. Ja. Ich erinnere mich glasklar. Sowas wie in dieser Nacht habe ich noch nie erlebt. In meinem ganzen Leben. Das war ziemlich einzigartig. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch leben würde, wäre Sam Green nicht gewesen. Er ist ein Held. Eine Schande, dass der andere Sheriff den Ruhm einheimst. Echte Schande. Der hatte die Suche nach Stone schon aufgegeben. Aber Sam Green wusste es besser. Er kam rauf und sagte, wir müssen das Werk bis auf den letzten Winkel absuchen. Und hätten wir eine Sekunde länger gewartet, tja, gäbe es ein hübsches Baby weniger auf der Welt. Mhm. Oder schlimmer. Sam hat Stone im allerletzten Moment erledigt. Wie in irgendeinem Film. Dank Mr. Holt hat niemand meinen Papa angezweifelt. Wow. Er ist aber danach gestorben, waren sie Freunde, oder? Mein Dad hat die Grabrede für Mr. Holt gehalten. Das heißt, sein Vater ist der... Ist das der geschossen hat, oder ist Holt der geschossen hat? Bin immer noch verwirrt. Ah, hier haben wir noch was. Mördermüll, Skript. Norma Edits. Ah, da war gerade irgendwas. Mama wird endlich entlassen. Ich kann's kaum erwarten. Okay, irgendwie funktioniert die Texteinblendung da nicht so richtig. Da. Okay, seine Mutter ist im Krankenhaus. Und was machen wir noch? Weiß nicht so recht, wo es jetzt weitergeht. Das haben wir uns schon angeguckt. Können wir mit ihr reden? Ja. Ich wollte ja nichts sagen, aber ich bin einfach kein Fan davon. Verständlich. Sie ist total besessen von Frank Stone. Sollte ich mir Sorgen um Robert machen? Beides, aber ich würde eher... Hier würde ich mir eher Gedanken machen. Upsala. Sie ist so besessen von Frank Stone und den Morden. Das ist einfach etwas... heftig. Vielleicht, weil sie nicht aus Cedar Hills ist, aber naja... Auch wir hätten Opfer sein können. Oder unsere Familien. Waren sie aber nicht. Ach, du findest auch, dass es egal. Ich sage nicht, dass es egal ist. Ich meine nur, es ist einfach lange her. Und Chris freut sich, weil ein paar der Orte richtig gut in den Film passen. So wie dieser. Sieh mal hier. Was ist das alles? Ich habe mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris? Ich hab's Chris gestern gesagt. Oh, fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Aber ohne Chris' Recherche hätte ich nie davon gewusst. Also, ich habe ja nichts dagegen, dass man solche Filme halt an so Orten dreht, wo was Schlimmes passiert ist. Aber ich finde trotzdem, dass man halt nicht so over the top sein sollte, was das die Geschehnisse betrifft, sondern man sollte sich informieren, man sollte respektvoll damit umgehen. So empfinde ich das. Und wenn das ein Stahlwerk ist, was baufällig ist, dann wäre ich erst recht sehr, sehr vorsichtig. Das ist ziemlich krass. Sie hätten weniger Zeit verschwenden sollen.
Naja, das ist schon ziemlich krass. Ziemlich krass. Hoffentlich können wir es drehen. Das ist eine tolle Hilfe. Danke, Robert. Ich meine, Jaime, sorry. Hab vergessen, wer von euch mich unterstützt. Das war fies. Du bist fies. Ja. Ja, bin ich. Oh! Ja! Huh? Was ist? Das ist ein Bild von Frank Stone. Ah, das Datum. Ja. Oh, ja! Was? Das ist von vor den Morden, bevor klar wurde, dass es Frank war. Es geht um das Stahlwerk. Eine Art Lobeshymne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, was ist denn das? Bildunterschrift. Arbeiter Frank Stone, Maschinenhalle. Volltreffer. Maschinenhalle, hä? Huh? Da müssen wir drehen, das ist es. Das ist der Ort. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen? Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit loszuziehen und zu drehen, was das Zeug hält. Los, los. Zeit ist Geld. Machen wir einen Film. Das ist das, was ich meine. Sie hatten doch schon einen Ort in dem Stahlwerk. Und jetzt muss es unbedingt da passieren, wo das alles geschehen ist. Sie müssen unbedingt da jetzt filmen. Das ist dieses overly obsessive, was ich meine, was Woran ich nicht mag. Woran habt ihr kleinen Knalltüten denn gearbeitet? Hallo. Interessant. Okay. Mal gucken, was sie da jetzt noch für eine Rolle spielt. Ich meine, klar, sie ist die Mutti von der anderen aus der anderen Zeitlinie, aber wie sie jetzt sich ins Bild einfügt. Verehrte Gäste, ich präsentiere das Stahlwerk. Ja, da ist es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch geheim. Da ist wieder der bei der alten Musik bis knapp gewandelt. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Bereit? Ah, Achtung, Stolperfalle. Sieht schon sehr gruselig aus, so von außen, ne? Okay. Hier lang. Ich dachte, wir hätten es mitten in der Nacht, weil es so dunkel ist. Okay, wir dürfen. Finde den Eingang zum Gully. Einatmen. Okay, weiter geht's. Zu glauben, dass wir gleich den Ort sehen, an dem Frank Stone Leute ermordet hat. Okay, von hier aus gibt's zwei Wege in den Gully. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal mittelschwer 1. Tja, mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus kommt man geradewegs rein. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und mittelschwer 2? Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber das dauert auch etwas länger. Sind beide echt ziemlich mittel? Mittelmäßig. Also, wo lang? Klettern oder überqueren? Ich würde sagen, wir gehen mal über den Fluss rüber, damit wir seinem Dad nicht in die Quere kommen. Ich halte lieber Abstand zu Gesetzeshütern. Sorry. Hey, ich will auch keine Probleme kriegen. Dann geht's jetzt los? Ja. Das Quicktime-Events? Nein? Also da hätte man ein paar Quicktime-Events einbauen können. Es ist momentan sehr wenig interaktiv. Dein Dad irgendwie kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht? Solange ich denken kann. Ja. Früher fand ich das seltsam, aber es ist einfach sein Ding. In meiner Ach so, ich wollte da noch mal Kindheit mal zurück. War ein Gespräch sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Nee, hier in der Ecke ist nichts mehr. Ich wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. Eine coole Schlagzeile. Wie war der Titel? Der Mann, der Stone bluten ließ. Verdammt! Wäre das nicht ein guter Titel für den anderen Film? Anderer Film? Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Rumgesponnen. Ich kann hier aber nicht wieder runter irgendwie. Vielleicht sollten wir also da geht's nicht weiter. Absolut, ja. Wer beobachtet uns da?
Irgendwo da hinten aus den Bäumen beobachtet uns jemand. Halt, hier rechts und links nochmal gucken. Ist aber nix. Okay. Ich will nichts verpassen. X zum Überqueren, L3 zum Balancieren. Ist ein Collectible irgendwo? Da drüben. Chris Gordon. Oh. Ein weiteres Opfer von Frank Stone. Wir wollen hier nicht runterfallen. Und der Schwerkraft. Oh. Oh, voilà. Alright. Das nächste Figürchen. Was ist das? Mittelfinger eines Tätowierten. Wie gesagt, ich soll nicht an meinen Träumen zweifeln. Okay. Sehr spezifisch. Okay, hier möchte ich gerne runter. Kann ich einfach runterspringen? Ja. Ich will hier in der Ecke nochmal kurz gucken, ob da noch irgendwas ist. Ich kann hier nur wieder zurück. Alright. Dann ducken wir uns hier mal unter durch. Dann sind wir auch schon fast da, wie es aussieht. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre schon so eine Vorbaut vom Stahlwerk. Geschafft. Na doch. Ich liebe es hier. Mal sehen, was wir da drin noch irgendwas machen? Nee. Geh mal weg. Ich wollte nur gucken. Dann ab nach oben. Und da kommen wir auch nicht mehr zurück. Bist du denn sicher, dass wir hier sicher sind? Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht voll wirbelnder Ventilatoren fallen. Das kann ich nicht versprechen. Aber zumindest könntest du sehen, wie sie dich in Stücke häckseln. Hey, Taschenlampen. Danke. Gibt's eine für jeden? Ja. Was ist da drin? Naja, die Taschenlampen, mein Notizbuch, Stifte, ein paar Müsliriegel, 3 Regenmäntel, Erste-Hilfe-Set, Flaschenöffner, Sonnencreme, Campinggeschirr und Besteck. Du weißt das schon, alles in dem kleinen Rucksack? Der Appalachian Trail ist. Vorsicht, ist besser. Wir werden weiterhin fleißig beobachtet. Und machen unseren Fluchtweg auch noch zu. Ob das so smart ist, weiß ich ja nicht. Dann finden wir mal unseren Weg ins Stahlwerk, würde ich sagen. Durch das Abflussrohr. Ich kann nicht schneller laufen, weil er im Weg steht. Wir sind unter dem Stahlwerk. Fast da. Das habe ich mir jetzt gedacht. Hat dein Dad nie was von dieser Nacht erzählt? Nacht? Die Nacht, als er hier war? Mit Frank vor der Nachtwache steht er. Nur einmal. Und sagt sein Vater das doch überlebt. Vielleicht haben es auch beide überlebt. Auch wenn er sich nicht daran erinnert. Oh, wir haben eine verpasst? No. Aber es wurde nicht angezeigt. Das heißt, wir müssen irgendwo irgendeinen Raum vergessen haben. Okay, da sehen wir gar nichts. Was ist hier? Das ist der Geist. Wer würde sowas hier lassen? 4 von 12. Und ich sag's noch ein letztes Mal. Ich will die Figuren für zu Hause. Das kleine Plüschtier. Da konnten wir nichts sehen. Mal aus dem Weg. Muss da durch.
Da können wir durchklettern. Wo geht's denn weiter? Worüber? Oh, ja, stimmt. Geht's hier auch weiter, wenn er sich nicht daran erinnert? Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Das verstehe ich. Er sprach nicht wie mit einem kleinen Kind. Oder wie mein Dad. Ich konnte ihn sehen, wie er wirklich ist. Er zeigte mir seine Narbe. In der Nacht hat er seine Schulter geschrottet. Hier geht's auch weiter. Echt übel. Hat sich immer noch nicht ganz erholt. Kommen wir auf beiden Wegen hier raus, oder? Bin nicht so überzeugt von Lindas neuer Szene. Ah, ein alter Schlüssel. Steht da? Casting Shed. Ah ja, Gusthütte. Okay. Ich sollte zu Robert zurück. Schon gesagt. Bin nicht so überzeugt von Lindas neuer Szene. Aber... Das sagtest du bereits. Also, ich wollte sagen, hat sich immer noch nicht ganz erholt. Wird er wohl auch nie. Verdammt. Ich wusste nicht, dass es so krass war. Er sagte, er stand Frank Stone Auge in Auge gegenüber. Genau hier im Stahlwerk. Naja, Nur Auge um Auge. Genommen. Obwohl, doch, stimmt. Oh, wow. Was hat er noch erzählt? Nur, dass er Dinge sah, die kein Mensch je sehen sollte. Oder wissen. Was bedeutet das? Immer wenn ich es ansprach, bekam er diesen Gesichtsausdruck. Und ich will ihn einfach nicht sehen. Was hier unten noch so ist. Du klingst enttäuscht. Nein. Nein. Ich weiß nicht, ob alle Wege nachher hier rauskommen oder nicht. Ich bin nicht so überzeugt von Lindas neuer Szene. Ja, willst du das noch sagen? Wenn ich die Regiekarte spiele, wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Ja, hier geht's nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Die Dialoge sind manchmal so ein bisschen all over the place, ne? Aber gar nichts. Okay, so, ja. Nein. Nein. Okay, das setzt dir das Gespräch quasi einfach fort von vorhin. Aber ich bin froh, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Dad hast. Ich auch. Können wir nicht durchgucken? Wo sind die anderen beiden? Ach, da. Da waren wir eben drin. Oh, was war da? Ah, da fehlt ein Hammer. So aus, ne? Was da? So eine malerische Route. Was hast du nach dem Abschluss so vor? Weiß ich noch nicht so recht. Noch nichts. Im Gegensatz zu dir. Wieso gehst du davon aus? Ist es offensichtlich? Der Film? Deine Arbeit als Regisseurin? Hier fehlen zwei gekreuzte Messer vielleicht? Und du? Willst du Polizist werden wie dein Vater? Niemals. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich... Die Unterhaltung setzen wir gleich fort. Wir gucken mal hier unten, was hier noch so ist. Ganz viel gar nichts, wie es scheint. Da hast du was. Also, ich wollte sagen... Oh, eine alte Taschenlampe. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich euch helfen. Vor allem Horrorstreifen. Oh. Ich dachte, du magst einfach nur verfluchte Stahlwerke. Du glaubst wirklich, es ist... Ich glaube, das ist es. Da oben. Letzte Chance, umzudrehen. Ja, so eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir hier schon her. Achso, ich muss selber klettern. Oh, Gott sei Dank. Ja, Robert, du bist ein Genie. Gute Idee.
mit dem Gully. Danke, Robert. Los, Leute! Es reicht mit dem Rumgestehe und Gequatsche. Noch eine Szene und wir sind fertig. Das wird bestimmt unsere letzte Szene sein, die wir drehen. Davon abgesehen, dass sie überlebt, aber nichtsdestotrotz. Da ist Frank Stone. Beziehungsweise das, was von ihm noch übrig ist. Und Cut! Was sagst du dazu? Für mich passt das. Ihr wisst, was das heißt, oder? Sind wir fertig? Und das war der Drehschluss für Murder Mill! Saubere Arbeit, Leute! Schreit auch noch lauter dafür, dass wir eigentlich nicht hier sein dürfen. Etwas voreilig mit dem Geknutsche. Wir brauchen noch eine Szene. Ja, ihre Szene, die sie noch drehen wollten. Die brauchen wir noch. Ich glaube, eine Szene fehlt uns noch, bevor der Dreh offiziell fertig ist. Was ist denn die letzte Szene? Linda wollte eine Szene drehen, die unsere Geschichte mit mehr Leben füllt. Etwas mehr Leben also? Ja, damit kann ich arbeiten. Aber ihr spielt Bruder und Schwester. Bitte? Bei unserer Chemie? Glaubt uns eh keiner. Wo sollen wir denn die neue Szene drehen? Ich hab da tatsächlich schon eine Stelle im Kopf. Oh oh. Oh ja, das ist doch der Ofenraum, oder? Was meint ihr? Ich sage, wir tun's. Klingt gut. Jetzt ist sie plötzlich Feuer und Flamme, ne? Wo es an die Orte geht, wo sie unbedingt hin will, da ist das plötzlich fein. Hä? Yo. Kommst du? Ja. Bin gleich da. Hm. Habt ihr was gesehen? Nein, da war nichts. Sicher? Er wirkt etwas verstört. Ich mag diesen Perspektivwechsel. Was ist los? Nichts. Nichts, genau. Nur, dass Reime einen Geist gesehen hat. Okay, ich bin nicht fünf. Ich glaube nicht an Geister. Jetzt schon. Ah, runter von mir! Runter! Runter! Erwischt. Nicht cool, Barney! Nicht schon. Nicht cool! Das war schon lustig. Was machst du denn hier? Ich gehöre zur Crew. Wir brauchen keine Hilfe. Dann häng ich doch nicht ab so. Und stehe euch nicht im Weg. Wer hat uns das Geld gegeben für die Kamera? Wohl nicht. Reime! Bonnie, ich glaube wirklich, du solltest jetzt besser Dad zu Hause helfen. Du hast doch eine Menge zu tun, weißt du, und... Und nur dafür bin ich gut? Nein, ich meine... Linda? Von mir aus kann sie dabei sein. Bonnie macht, was sie sich in den Kopf setzt. Ich hätte jetzt eigentlich von mir aus kann sie dabei sein genommen, weil das einfach ein bisschen chilliger klingt, aber das andere ist auch kumpelhaft. Also, komm, nehmen wir mal den. Ich habe das Gefühl, dass Bonnie macht, was sie sich in den Kopf setzt, egal was wir sagen. Und das war's. Okay, gut. Stehen wir hier bloß rum oder drehen wir einen Film? Zeit ist Geld, oder? Pass einfach auf, dass du nicht störst. Wir haben noch eine Menge zu tun und ich mag keine Ablenkungen an meinem Set. Ja, wir haben noch eine Szene zu drehen. Du meinst sicher unser Set. Die ist so eine Zicke, ne? So, aber bevor wir jetzt die Tür zum Ofenraum finden, machen wir einen kleinen Cut. Da spielt diese blöde Maus in der Ecke hier oben. Wir machen jetzt einen kleinen Cut. Die Folge ist mal ein bisschen kürzer als die anderen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir den Ofenraum finden und die letzte Szene drehen. Und ich glaube, da wird es dann ein bisschen spannender. Es ist wirklich noch so ein bisschen... Es zieht sich ein bisschen. Aber ich glaube, ab der nächsten Folge, wenn wir dann in den Ofenraum kommen, geht's richtig los. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Abonniert, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, abonniert, wenn ihr das Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.